Glauben. Wenn Sie mit der Vernunft nicht mehr weiterkommen, tendieren Sie dann dazu, so etwas wie einen Glauben anzunehmen? Wie stark ist Ihr Bedürfnis nach Irrationalität? Falls Sie glauben, gleicht Ihr Glaube mehr einem Gefühl oder einem Wissen? Welche Dinge halten Sie für wahr, können Sie aber nicht beweisen? Falls Sie glauben, ist Gott auch Ihr Therapeut? Falls Sie nicht glauben, ist Ihr Therapeut Ihr Gott? Wem glauben Sie nichts mehr? Glauben Sie noch an Ihren Anlageberater? Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass das, was Ihnen der Glaube verspricht, also ewiges Leben, Milch und Honig, einen Platz an der Seite Gottes und so weiter, auch wirklich eintreffen wird? Angabe in Prozent. Welche Tiere hätten Sie als Noah nicht mit auf die Arche genommen? Was meinen Sie, halten uns Tiere für Götter oder Idioten? Ist die Aussicht auf ein ewiges Leben ein genügend attraktives Angebot? Oder gäbe es passendere Arten, Sie zum Glauben zu motivieren? Wäre Religion für Sie akzeptabler, wenn die Belohnung für den Glauben im Diesseits statt im Jenseits erfolgen würde? Wie würden Sie sich eine Religion ohne Heilsversprechen vorstellen? Angenommen, Sie kämen in den Besitz der Evidenz, dass das Himmelreich nicht existiert, sondern nur die Hölle. Würden Sie Ihr Leben anders ausrichten? Wie viel Fleischwerdung, Inkarnation kann sich Gott leisten, damit er noch glaubwürdig bleibt? Glauben Sie an das Gute im Tier?